Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich stehe hier vor der Ausstellung Das Gewicht der Welt von Fabian Reimann, die noch bis zum 15.05. im Kunstverein Ruhr zu sehen ist. Ich möchte Sie gleich einladen, mit mir gemeinsam durch diese Ausstellung zu gehen, denn dort gibt es einige sehr interessante Merkpunkte. Lassen Sie mich nicht vergessen, als wir am 27.02. an einem sonnigen Wintertag diese Ausstellung eröffneten, war der Überfall Russlands auf die Ukraine gerade 3 Tage geschehen. Und ich kann mich erinnern, dass unsere Außenministerin einen sehr merkwürdigen und merkwürdigen Satz sagte: Ich bin heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Wir reflektierten darüber, dass es eigentlich kein Zufall sein kann, dass wir eine Ausstellung eröffnen, in der es um Atomwaffen, um Kernenergie, um den Kalten Krieg und um ein historisches Kapitel geht, mit dem wir unfreiwillig mehr oder weniger linear oder auch dialektisch verbunden sind. Also gehen wir doch mal rein und schauen, was es da zu sehen gibt. Sobald man die Ausstellung betritt, merkt man, dass man in einem labyrinthischen Stellwandsystem sich befindet, durch das man durchlaufen muss. Und es handelt sich um olivbraun gestrichene Tafeln und schwarze schiefertafelartige Flächen, auf denen Zeichen und Bilder zu sehen ist. Eins davon fällt gleich am Anfang auf, das ist das Foto zweier Männer, über das sich nachzudenken lohnt. Zu Beginn des Parcours fällt ein Fotomotiv auf, das mehrfach in der Ausstellung eine Rolle spielt. Auf den Tafeln sieht man Bilder von zwei Männern, die sich offenbar in einem Disput miteinander befinden. Genau genommen sind es zwei Schauspieler, die in dem 1966 von Alfred Hitchcock gedrehten Spionagethriller Der zerrissene Vorhang zwei Physiker spielen, von denen einer in dieser Szene als Spion entlarvt wird. Der ältere von beiden, Paul Donat, outet den jüngeren, Paul Newman, mit den Worten: Sie haben ja keine Ahnung von Physik. In der Tat geht es in diesem Film um die Atombombe, um Kernspaltung und das Geheimnis der Raketenabwehr Gamma 5, das der Jüngere ausspionieren möchte. Diese Schlüsselszene des Films, ein Foto aus der Zeit des Kalten Krieges, begegnet uns in Reimanns Ausstellung mehrfach und es trifft mit anderen Elementen auf den Tafeln zusammen. Ein anderes Bild in Kombination mit der schon gesehenen Spirale und einem zu einer Art Perlenkette zusammengefügten Kranz von Ping-Pong-Bällen ist ein wesentliches Element dieser Ausstellung. Schauen wir uns dieses Foto mal etwas näher an. Da sieht man zwei Männer Ping-Pong spielen. Die Geschwindigkeit wird durch die ovoide Form des Balls angegeben, den sie sich gegenseitig zuspielen. Und wenn man genau hinguckt, entdeckt man den alten Werner Heisenberg und den jungen Heisenberg. Also unter meisterhafter Aufhebung des Zeitraumparadoxons spielt der junge Heisenberg mit dem alten Heisenberg Ping-Pong oder Tischtennis. Und wenn man auf spielerische Weise dieses Ping-Pong-Ball-Motiv auf die Perlenkette, auf das Geflecht hier oder auf diese Verkettung dieser Modelle, die uns an Molekularmodelle erinnern, aber auch an einen Atomkern, um den Elektronen kreisen oder auch um Froschleich meinetwegen, also diese Verkettung, diese Zusammenballung taucht hier mehrfach in der Ausstellung auf und wird zu einem Leitmotiv, das der Betrachter und die Betrachterin, die überhaupt keine Ahnung haben, um was es hier geht. Ein bisschen kriegt man ja die Information mit, dass es um Herrn Klaus Fuchs geht, den Meisterspion, der Sowjetunion das Geheimnis ein Geheimnis der Kernspaltung verraten hat, dass sich allmählich im Kopf der Besucher ein Verständnis für das Ganze synthetisiert. Auf diesem Foto mit dem etwas unscharfen oder stark verpixelten Hausmotiv
handelt es sich um das Forschungslabor von Werner Heisenberg. Er war es auch, der als junger Professor und frisch ernannter Nobelpreisträger für Physik bereits 1927 Leiter dieses Forschungslabors in Leipzig in der Linnéstraße wurde. Und dort fand auch der erste Atomunfall in der Geschichte der Menschheit statt. Der Reaktor wurde überkritisch, brannte 3 Tage lang, was glücklicherweise nicht zur ersten Katastrophe führte, sondern eingedämmt werden konnte. Und dieses Bild ist sozusagen ein rätselhaftes Bild, das hier in der Ausstellung verschwindet, aber auch dieses Bild wird überlegt mit diesem Ping-Pong-Ball-Motiv, diesmal in Schwarz. Weitere Elemente dieser Ausstellung sind mehrere gerahmte Collagen oder Mischtechniken, Zeichnungen, die an der Wand hängen. Und dort sieht man Graphitabreibungen, die vom Originalgrabstein von Klaus Fuchs, dessen Lebensdaten man auch hier sehen kann, abgenommen worden sind vom Künstler. Also Reimann ist nach Berlin gefahren und hat dort auf einer Art Heldenfriedhof, sozialistischem Heldenfriedhof, das Grab von Klaus Fuchs gefunden und diese Abreibung gemacht. Und diese Zeichnungen werden kombiniert mit jeweils Fotos verschiedener Männer, die alle ein wenig dem Klaus Fuchs ähneln. Das sind alles Männer mit jungen oder mittleren Alters und die haben alle eine runde Nickelbrille an. Sie ähneln Klaus Fuchs, aber sie sind nicht Klaus Fuchs, sondern es sind, man könnte sagen, falsche Füchse. Es sind alles Schauspieler, die diesen berühmten Meisterspion Klaus Fuchs in Dokudramen, verschiedenen Dokumentationen, aber auch in Spielfilmen verkörpern. Wir sehen also, dass in der symbolischen Sphäre, in der unsere Ideen zirkulieren, also im Fernsehen und im Kino, dieser Klaus Fuchs nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Klaus Fuchs, dessen Lebensdaten Sie hier durchgerieben von seinem Grabstein sehen, war ein deutscher Physiker, der am Institut von Werner Heisenberg an der Entwicklung der Reaktoren und der Kernenergie gearbeitet hat. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil des Alamo-Teams, das die Entwicklung der ersten Atombombe vorangetrieben hat. Und er hat schließlich der Sowjetunion einen Teil dieser Geheimnisse verraten, weshalb er verurteilt wurde, in England einsaß und dann hinterher als Held in der DDR aufgenommen wurde, wo er dann 1988 gestorben ist.